Leider ist mein Mikrofon kaputt gegangen. Dementsprechend habe ich momentan ein kleines bisschen Tonprobleme. Ich hoffe, ihr haltet das aus, dass jetzt in den nächsten Vlogs der Ton jetzt nicht vielleicht allzu krass ist, weil ich eben den internen Ton benutzen muss. Aber damit erstmal herzlich willkommen zu diesem Vlog. Heute steht erstmal Aufräumen an, denn seitdem ich nach Hause gekommen bin, habe ich es nicht mehr geschafft aufzuräumen. Und wenn wir uns das hier mal anschauen... Es sieht aus, als wenn eine Bombe explodiert wäre. Dementsprechend würde ich sagen, wir räumen auf und zwar in der Timelapse. Viel Spaß. 3, 2, 1, go! Aufgeräumt habe ich jetzt und jetzt kommt noch ein spannender Teil, denn morgen ist die WWDC, falls ihr das noch nicht wusstet, die weltweite Entwicklerkonferenz von Apple. Auf der stellen sie dieses Mal wahrscheinlich ein neues iPhone, ein neues MacBook, ein neues iPad und noch ein paar andere Geräte vor, und dafür muss ich alles vorbereitet haben, denn es wird im Anschluss sofort von mir ein Video geben. Das ist quasi bei mir immer so auf Schnelligkeit getaktet. Dafür muss alles vorbereitet sein, und außerdem wollte ich jetzt heute nochmal ausprobieren, wie ich denn überhaupt das Livestream nochmal verbessern kann, denn der letzte Stream war völlig falsch eingestellt und ich habe dementsprechend nur in 360p gestreamt, was natürlich, also ich meine ganz ehrlich, 360p kannst du auch vergessen. Das möchte ich jetzt ändern und eben die Qualität noch ein bisschen hochschrauben und möglichst dann in 720p streamen. Dafür werde ich das heute alles nochmal ausprobieren. Ich habe ja PlayStation Plus. Frag mal, ob noch jemand Lust hat mit zu streamen, und dann werden wir gemeinsam noch einen Stream heute Abend machen, wenn das soweit klappt. Dafür werde ich jetzt erstmal die Vorbereitung treffen und ja, wir hören uns dann gleich wieder. So, und jetzt werde ich erstmal kurz alle Kommentare auf meinem Hauptkanal beantworten und ihr seht das im Zeitraffer. Viel Spaß! So, jetzt habe ich ungefähr eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde Kommentare beantwortet. Jetzt gehe ich erstmal was essen und lade das Video für den Vlog-Kanal hoch. So, ich habe gerade aus Spaß mal auf die Freifunkkarte geguckt, weil ich mir überlegt habe, mir vielleicht sogar selber mal einen Freifunkrouter zuzulegen und ihn hier einzurichten. Dann dachte ich, schauen wir doch mal, wie es in der Nähe so aussieht mit anderen Freifunkgeräten. Und dann habe ich gesehen, dass hier ganz in der Nähe quasi eine Parallelstraße von uns anscheinend sogar ein Freifunkrouter sein soll. Und dann dachte ich mir, es wäre vielleicht ganz cool, wenn wir da jetzt einfach mal hinsteppen und dann mal gucken, wie schnell der ist, ob es den überhaupt noch gibt, ob der noch in Betrieb ist und so. Also anscheinend soll das vor 4 Minuten zuletzt eine Verbindung gehabt haben. Aber naja, schauen wir mal nach, was das Ding so kann. Und ich würde sagen, Kamera nehme ich natürlich mit. We'll be right back.
ich bin mittlerweile wieder zurück. Und ja, ihr habt ja den Speedtest gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass der einfach eine 100K-Leitung hatte und dann quasi immer den übrigen Upload für Freifunk zur Verfügung gestellt hat, da ich ja 6 im Down und 10 im Up hatte. Deswegen hat er wahrscheinlich gerade Sachen runtergeladen und den Upload nicht benutzt. Und deswegen war der Upload stärker als der Download. Jedenfalls bin ich jetzt wieder zurück und jetzt ist es schon recht spät geworden. Ich gehe jetzt pennen und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Vlog. Bis dann, haut rein und ciao. Und auch heute gibt es wieder einen kleinen Bonus. Und zwar habe ich mir einen Stream angeschaut. Und ja, dabei kam ich auf die Idee zu spenden. Die erste Spende von 50 Cent. Und dann habe ich halt hier angefangen nochmal, sagen wir mal, ein klein wenig mehr zu spenden. Ja, ich dachte mir, ich unterstütze mal einfach auch jemanden. Warum nicht? Ich freue mich auch, wenn mich jemand mal unterstützt bei einem Stream. Ja, und dementsprechend habe ich ihm halt mal einen kleinen Gefallen getan. Ich hoffe auch, wenn ihr mal einen guten Tag habt, dass ihr eben auch mal jemand anderes unterstützt. Das finde ich halt immer eine ganz nette Sache. Ich glaube nicht, dass er es jetzt großartig nötig hatte. Allerdings ist es halt auch irgendwie eine nette Geste, wenn man sich einfach mal jemand anderes quasi einen Gefallen tun. Und wenn es auch nur 50 Cent sind, gut, ich habe jetzt ungefähr 15 Mal 50 Cent gespendet, aber ihr versteht, was ich meine. Es geht halt einfach nur um die Geste. Gut, und damit beende ich das Video auch. Ciao.